vergrößern, verkleinern. Ex-Bundesliga-Profi-Roman Neustädter, er kommt bei der WM im eigenen Land nicht zum Einsatz. Urheberrecht Getty Images. Bei der Weltmeisterschaft im eigenen Land kommen zwei frühere Bundesliga-Profis nicht zum Einsatz. Ein Stammspieler fehlt der Esbornaja verletzungsbedingt. Die russische Nationalmannschaft wird bei der Fußball-Weltmeisterschaft 14. Juni bis 15. Juli im eigenen Land ohne die ehemaligen Bundesliga-Profis Roman Neustädter und Konstantin Rausch antreten. Das geht aus dem endgültigen 23-Mann-Kader hervor, den der russische Fußballverband RFS am Sonntag veröffentlichte. Kokorin fällt verletzt aus. Angeführt wird das Aufgebot vom Sturmduo Fjodor Smolo FK Krasnodar und Artyom DS Juva Arsenal Tula. Trainer Stanislav Tschatschesow muss bei der Heim-WM unter anderem auf Stammspieler Alexander Kokorin, Zenit St. Petersburg, verzichten, der wegen einer Knieverletzung nicht zur Verfügung steht. Russland bestreitet am 14. Juni das Eröffnungsspiel der WM gegen Saudi-Arabien, zudem trifft der Gastgeber in Gruppe A auf den zweimaligen Weltmeister Uruguay und Ägypten. In der Vorbereitung verloren die Russen in Innsbruck 0:1 gegen Österreich und testen noch gegen die Türkei 5. Juni in Moskau, WM aktuell ab Montag um 18.30 Uhr live auf Sport1, der endgültige Kader von Russland in der Übersicht. Tor Igor Akinfejew ZSKA Moskau, Wladimir Gabulo FC Brügge, Andrei Lynev Zenit St. Petersburg, Verteidigung, Wladimir Granat, Fedor Kudryau, beide Rubin Kazan, Ilya Kutpau, Spartak Moskau, Andrei Semeno, Ahmad Grosny, Igor Smolnikov Zenit St. Petersburg, Mario Fernandes, Sergei Ignajewitsch, beide ZSKA Moskau, Mittelfeld, Juri Gazinski, FK Krasnodar, Alexander Golovin, Alen Zagoyev, beide ZSKA Moskau, Alexander Jeruchin, Juri Schirko, Dalakutschajew, alle Zenit St. Petersburg, Roman Zopnin, Alexander Samedo, beide Spartak Moskau, Anton Miranschuk, Lokomotiv.